Hallo zusammen! Wie versprochen zeigen wir euch heute im Nachgang zum Docklands Festival 2012 ein Porträt über den Chicagoer Kult-DJ Bad Boy Bill. Der Mann, der schon in den 80er Jahren die Party-People in Ekstase versetzt hat, hat auch die Münsteraner am Wochenende ordentlich zum Schwufen gebracht. Im Grunde begann meine Begeisterung für Hausmusik direkt, als die Musikrichtung entstand. Viele Künstler kamen damals aus Chicago und ich war von Anfang an dabei. Ich verliebte mich sofort in diese Musik. Es ist ein echt großes Event. Ich meine, Thomas Pieper veranstaltet das Ganze jetzt schon eine Weile und mit jedem Jahr scheint es immer größer zu werden. Definitiv die neuen Sachen. Wisst ihr, ich lebe nicht in der Vergangenheit wie manche andere Leute, aber meine alten Sachen haben diesen nostalgischen Charakter, deshalb mag ich sie. Ich glaube, es liegt daran, dass der Mensch immer an der Musik hängt, mit der er aufgewachsen ist. Als ich das erste Mal in Deutschland war, spielte ich noch die alten Sachen und daran erinnern sich die Menschen sicherlich gerne. Ich habe auch kein Problem damit, die alten Songs zu spielen, aber der Aufwand dafür ist etwas höher. Trotzdem macht es mir immer wieder Spaß. Das ist echt schwierig. Eigentlich war meine ganze Karriere besonders. Ich erinnere mich noch gut an diesen einen Moment meiner Jugend, als ein Song von mir im Radio gespielt wurde. Da war ich gerade mit dem Auto unterwegs und plötzlich spielte die da im Radio einen Song von mir. Das war echt ziemlich cool. Ich glaube, hier fährt jeder ein Fahrrad. Und es gibt eine Uni hier. Das war's aber auch schon. Und, magst du es? Ja, ich mag es sehr. Deutschland ist im Allgemeinen immer cool und die Menschen sind sehr nett zu mir und bringen mir so viel Liebe entgegen. Während Bad Boy Bill sein DJ-Pult nutzt, um die Menschen zu unterhalten, hat der junge Herr, der jetzt kommt, sein Unterhaltungs- oder vielmehr noch Informationspotenzial auf das Internet verlagert. Was genau er macht, das seht ihr jetzt. Das ist Marco. Marco, ohne seine Kamera und seinen Laptop zu treffen, ist fast undenkbar. Denn stets ist er bereit, die besten Momente in Münster mit dem Fotoapparat einzufangen und ein paar Zeilen für seinen Blog, ein virtuelles Tagebuch über Münster, einzutippen. Seine Motivation dazu. Münster darstellen für andere Münsteraner, die vielleicht schon lange in Münster wohnen, aber bestimmte Sachen von Münster nicht so kennen. Oder auch für Leute, die neu nach Münster ziehen, Sachen ja, erkenntlich machen oder erzählen von früher, wie Münster mal gewesen ist. Bei seinen Themen bleibt der Freizeitblogger nicht nur bei Privatem, sondern beschäftigt sich auch mit der lokalen Politik. Besonders seitdem die Stadt und einige Unternehmen Bürgerbeteiligung zulassen. Also nehme ich die Chancen wahr und besuche zum Beispiel Kundenforen von Firmen oder
Jetzt im Rahmen des Bürgerhaushalts in Münster schaue ich mir bestimmte Punkte an, für die ich mich persönlich am meisten interessiere und wo ich denke, dass die Leser von bei mir im Blog auch vielleicht Interesse haben könnten. Wenn es seiner Meinung nach zu Ungerechtigkeiten in der Stadt kommt, ärgert es ihn. Doch in seinem virtuellen Tagebuch macht er sich Luft. Ja, viele Sachen, die gehen so ungehört unter irgendwie. Und ich versuche das dann mit meinem Blog ein bisschen weiter aufzumachen und die Leute ein bisschen drauf zu stoßen. Ja, zum Beispiel ist das Preußenstadion. Da wird eine ganze Menge Geld in eine alte Immobilie investiert. Auf der anderen Seite werden bei sozialen Trägern die Verträge neu ausgeschrieben und um fast 2% gekürzt. Doch nicht nur, dass Marco dem Bürgermeister Lewe über dessen Online-Portal bereits öfters politische Änderungsvorschläge gemacht hat, nein. Er setzt sich konkret für die Belange seiner Mitmenschen ein. Für Dominik Schwer, den Besitzer des Kaffeefahrrads an der Hammerstraße, fordert er auf seinem Blog eine Ausweitung der mobilen Verkaufsstände in der Stadt. Und natürlich kommt solch ein Engagement beim Kaffeefreund sehr gut an. Ich finde das auf jeden Fall eine gute Sache. Das ist sicherlich was, was ich auch selber noch mehr hätte forcieren können, aber gerade wenn das von außen kommt, von Gästen kommt, dann ist das gut, er macht es gut, rein inhaltlich. Einsatz für andere ist für Marco selbstverständlich. Der Blogger ist Münsteraner mit Leib und Seele. Daher macht er sich auch gleich wieder auf den Weg, immer auf der Suche nach neuen Geschichten, die er auf seiner Seite online stellen kann. Ja, also schaut euch den Blog doch einfach mal an. Aber noch wichtiger, schaut auch morgen wieder Münsterama. Dann wird's nämlich wieder bunt. Wir haben den Designerinnen von Yippie auf der Ägidi-Straße einen Besuch abgestattet. Das und viel mehr gibt's morgen um 18:50 Uhr und damit tschüss.